Einmal klar sein, wir sagen zwar immer Klimaschutz, aber wir schützen nicht das Klima. Das Klima braucht auch gar keinen Schutz. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt? Die Impfung schützt nicht mehr vor der Ansteckung, und wenn sie nicht mehr vor der Ansteckung schützt, dann gibt es auch keinen Grund mehr in diesen Einrichtungen. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, die Impfung schützt sehr gut. Soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Moin Moin, herzlich willkommen zu Nachgerichteten Nachrichten. Donnerstag, 5.1.2023. Ganz wichtig, nicht wieder 22, wie ich letztens hatte. Nee. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mal so ein bisschen die Nachrichtenwelt heute durchgegangen. Tja, alles irgendwie so ein bisschen Einheitsbrei und nicht wirklich irgendwas Bahnbrechendes nach vorne. Deswegen eher so ein bisschen dahingedümpelt heute, würde ich mal sagen. Aber deswegen nicht weniger sehenswert. Das ist natürlich eine andere Sache. Ich habe euch dann natürlich, wie ich finde, ein paar sehr interessante Themen aus diesem ganzen Einheitsbrei mal rausgesucht. Joa, so viel habe ich nicht. Es sind nur 16 Nachrichten insgesamt. Also von daher denke ich mal, wird es auch eine recht kurze Sendung. Würde aber nicht schlimm sein. Man muss nicht immer solche langen Dinge haben. Deswegen, ne? Wie würden manche Mädels sagen, es kommt nicht auf die Länge drauf an. Na, egal. Gehen wir mal rüber. Kretschmann hat mal sein Bestes gegeben. Kretschmann gegen mehr Mitstimmung der Eltern in der Schulpolitik. Oder in Schulpolitik. Ja, typisch Grüne, ne? Kretschmann. Der ist irgendwie dafür da oder sagt, ja, die Eltern sollten sich nicht so viel in den Schulkram einmischen. Das, was sie schon tun, ist schon mehr als genug. Sie hätten ja mehr oder weniger keine Ahnung davon. Lieber Herr Kretschmann, das sind nicht Ihre Kinder, sondern unsere Kinder, die zur Schule gehen. Und selbstverständlich sollten wir ein Mitspracherecht haben, was denn unsere Kinder denn auch in der Schule lernen. Weil, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt und sich die Schulreformen anguckt, die einfach nur noch bergab gegangen sind, dann schaut man sich unsere PISA-Studien an, wo wir irgendwie ganz unten mit dran rumdümpeln, und dann schaut man sich den Bildungsgrad von den Jugendlichen an, die dann irgendwie aus der Schule gegangen sind. Also, ich sag mal so. Die Eltern sollten definitiv mal mehr Mitspracherecht bekommen, dass unsere Kinder dann doch langsam auch mal was Ordentliches lernen und nicht so ein vollkommen Schwachsinn. Ich habe da heute auch schon wieder was ganz Grauenvolles aus der Schweiz gesehen, und das will ich hier nicht haben. Das wollen die ja hier auch umsetzen. Das geht um die Jungaufklärung der Sexualität, also von definitiv Minderjährigen. Und das geht ab 4 Jahre los. Es hat es mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen auf den Rücken geschlagen. Ich habe zwischendurch davon mal so ein bisschen was mitgekriegt. Aber was haben denn irgendwie Kinder mit 4 Jahren irgendwas mit Sexualität zu tun? Gar nichts. Überhaupt nichts. Und ganz im Gegenteil, es widert mich eher so an, wenn ich dann nur darüber nachdenke, dass sowas in den Kindergärten oder in den Schulen gelehrt werden soll. Und da hat es mir tatsächlich die Magen gegen so ein bisschen umgedreht und mir wurde auch ein bisschen anders dabei. Aber ja, Herr Kretschmann, Eltern, auf jeden Fall Mitspracherecht, würde ich klar sagen. Tja, Berlin-Wahl. In knapp 6 Wochen ist es soweit, oder 5 Wochen, schreiben sie hier. Am 12. Februar soll es ja stattfinden. Die erste Panne ist jetzt schon aufgetreten, weil sie haben 2 Wahlbenachrichtigungen rausgeschickt. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und auf der englischen steht dann auch 12. September drauf und nicht 12. Februar. Sie wollen natürlich das so schnell wie möglich ändern und das neu machen. Ja, das wird definitiv nicht die letzte Panne sein, die da irgendwie in Berlin passiert.
Weil das ist ja nur noch Panne, was in Berlin passiert. Weil irgendwie soll das unsere Hauptstadt sein. Ah, und die kriegen das noch nicht mal hin, vernünftige Wahlen zu machen. Also, das ist auch so eine Geschichte für sich. Aber zu Berlin kommen wir heute auch noch so ein bisschen nur. Ich habe heute nur ein bisschen reingepackt, weil. Nee. Also Italien hat ja neue Gesetze jetzt rausgehauen. Wenn da jetzt die Rettungsschiffe da anlegen wollen, ja, wenn sie eine italienische Fahne haben, kein Problem. Haben sie eine deutsche Fahne oder eine andere Landesfahne, ist es von dem Land das Problem und dann müssen sie dahin. Italien verweigert dann die Aufnahme, die nehmen nur Kranke dann auf, aber die restlichen müssen woanders hingebracht werden, also sprich, wir haben, oder dort, es fahren ungefähr 6 Schiffe, bin ich der Meinung, 5 oder 6 Schiffe, da im Mittelmeerraum durch die Gegend mit der deutschen Fahne. Und, ja, Deutschlands Problem. Tja, sehr schön, dann lohnt sich der Sprit dann auch nicht mehr so wirklich hin und her zu kutschieren. Bin mal gespannt, was weiterhin da kommt. Ist leider hinter einer Bezahlsperre, wie es immer so ist, gute Sachen, Bezahlsperre. Grauenvoll. Es ist nur noch schlimm. Aber die Welt hat auf jeden Fall einen schönen Artikel mal darüber geschrieben. Darauf will ich sagen, das ist absolute Wirrwarr und bla. Und natürlich müssen sie ja schreiben. Ne? In Hamburg haben wir ein Bismarck-Denkmal. Ja. Und das will ein SPD-Fuzzi jetzt umstellen. Weil irgendwie da gefällt ihnen das nicht mehr ganz so und es muss heute umgestellt werden. Also irgendwie die Politikwelt von heutzutage mag unsere Geschichte nicht, oder wie soll man das jetzt verstehen? Zuerst hier Frau Baerbock da mit ihrem Bismarck-Zimmer, was sie da mal kurz umbenannt haben und all sowas. Also grauenvoll. Das. Ja, denn Amazon hat ja schon angekündigt, irgendwie ein paar Mitarbeiter zu kündigen. Ende November hatten sie von 10.000 gesprochen. Jetzt werden es 18.000 und Europa ist auch davon betroffen. Ja, läuft wahrscheinlich dann auch nicht mehr so gut das Geschäft. Die Leute haben kein Geld mehr. Ja, das nächste deutsche Traditionsunternehmen ist auch pleite oder hat jedenfalls Insolvenz angemeldet. Profete. Ein Freund von mir würde jetzt sagen, der ist Fahrrad-Zweirad-Mechaniker. Hast du keine Knete, kaufst du dir Profete. Das würde der jetzt glatt sagen. Nee, aber dieses Unternehmen hat jetzt auch Insolvenz angemeldet. Ist noch nicht ganz so raus, ob das jetzt, ob die jetzt nichts mehr herstellen oder nur noch Teile oder ob das Ding zu retten ist oder was auch immer. Aldi und Lidl-Kunden, ne, werden dann Probleme bekommen, weil Ersatzteile gibt es dann nicht mehr, weil die verkaufen ja Profete-Fahrräder. Tja. Lehrerverband, was? Deutlich. Verband, ja, deutlich. Schule braucht eine Migrantenquote. Kann man sich so ein bisschen drüber streiten? Aber wenn ich mir dann so manche Schulen in den Großstädten angucke, also zum Beispiel Berlin oder Hamburg, haben wir auch ein paar Schulen. Da bist du als Deutscher der Ausländer. Tja. Und eine vernünftige Integration würde ja nur funktionieren, wenn der Ausländeranteil ein bisschen weniger ist, dass die Migrantenkinder von den deutschen Kindern die Tugenden lernen sozusagen und die mit nach Hause nehmen. Es bringt nichts, wenn die sich untereinander irgendwie, die Migranten da ihre Kulturen austauschen. Die haben eh ihre Kulturen. Aber sie wollen ja hier ein bisschen leben und sollten halt auch dann so ein bisschen lernen, wie das denn hier vonstatten geht. Ne? Weil woher sollen sie es sonst lernen? Also von daher, na, so eine zwiegespaltene Geschichte da. Es müsste ein bisschen ein Ausgleich da drinnen geschaffen werden. Aber das kann halt nur die Politik machen. Also von daher kann man sich auch durchlesen. Ja, ist halt nun mal so. Wenn man eine vernünftige Integrität haben möchte, dann funktioniert das eigentlich nur über den Weg. Und nicht, wenn da die deutschen Minderheiten in Schulen sind. Gibt es leider mehr als genug von.
Was haben wir hier? Ja, ne, Flintenmodi kriegt doch ein bisschen hier Kohle. Also nicht nur Flintenmodi, alles was EU-Parlament ist und so weiter. Rekordgehalt holt sich jetzt von der Leyen ein mit einem Tusi im Monat. Einfach mal so in die Tasche. Ja, macht irgendwo bei 30.000. Ne? Ist schon mal eine klare Ansage. Ne? Halbes Jahr rückwirkend, holen sie es rein. Ja, das ist Inflationsausgleich, nennt sich das. Ist nichts Wildes, haben sie fest in ihren Verträgen mit drin. Und selbst die neuen Abgeordneten, die dann in Rente gehen, selbst die kriegen einen Inflationsausgleich. Ja, tatsächlich. Ist so unglaublich. Und Deutschland führt Corona-Testpflicht für Reisende aus China ein. Ja, heute Morgen unser er hier da. Herzlich willkommen, der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach. Genau, ihn auch mal wieder. Klabauterbach hat das heute Morgen herausposaunt. Chinesen sind darüber nicht ganz so begeistert. Man hört so relativ wenig, weil es gibt ja jetzt auch eine super erschreckende neue Variante. Was war das? B.X5, tralala, habt ihr nicht gesehen? Ach, ist eh Banane. So, nein, und selbst die WHO sagt, immer Suche bleiben. Hier in Deutschland sagen die Virologen und sowas auch, immer entspannt bleiben. Wir haben eine vernünftige Durchseuchung hier oder Herdenimmunität, wie sie so schön sagen. Uns soll das relativ wenig betreffen. Also von daher, aber die wollen halt ein bisschen vorsichtiger sein. Na, ist auch vollkommen Mumpe. Jetzt kommen wir einen Ticken nach Berlin. Hier fliehen Polizisten vor dem Silvestermob. Ja, da wird das halt schön ein bisschen erklärt, wie die Polizisten da abhauen, weil da draußen zu viele rumrandaliert haben. Nee. Also gegen Corona-Leugner auf den Demos gegen anzugehen, unbewaffnet, kein Problem für die Polizisten. Die Rentnertruppe, die irgendwie hier ja die Reichsbürger-Rentnertruppe, die da die Macht an sich reißen wollten, mit 3000 Mann, auch gar kein Problem. Aber wenn da mal 200 Jugendliche da durch die Gegend laufen, die schwer bewaffnet sind, dann kriegt die Polizei auf einmal ein Problem. Also, finde den Fehler, oder? Würde ich mal so sagen, ne? Schlecht ausgebildet. Und letztens, oder war das gestern Abend noch oder vorhin, habe ich dann auch noch so ein schickes Bild gesehen mit unserem, ist das Polizeipräsident gewesen aus Berlin? Oder auf jeden Fall irgendwie so was, ein hohes Haupt auf jeden Fall. Mit den höchsten Clan-Mitglied. Oder ein Clan-Chef in Berlin, machen schön Selfie. Sagt so ziemlich alles aus, oder? Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und von daher, man weiß, woher der Wind weht. Das ist ganz einfach. Immer ab und zu mal gucken und dann auch mal selber den Kopf einschalten. Ist in meinen Augen auch so eine gewollte Geschichte. So mehr ich das betrachte, das Ding war gewollt. Ja. Und da stehen sie da alle hier schön da, Überwachungsbild, bla bla bla. Schweden trifft das dann noch ein bisschen härter. Die haben da tatsächlich eine höhere Mordrate und sonstiges. Clans drehen da vollkommen frei. Kommen sie nicht gegen an. Ich denke mal, das wird sich da jetzt mit der jetzigen Regierung da auch ein bisschen drehen, wenn sie es richtig machen. Ne? Pipi Langstrumpf. Im Land von Pipi Langstrumpf, genau. Auch ein schöner Artikel von der Bild. Ja, so ist es halt. Jetzt kommen wir zu plötzlich und unerwartet. Ein 34-jähriger Jugendtrainer, Manuel G., ist plötzlich und unerwartet mit 34 Jahren verstorben. Tja, mein herzliches Beileid von hier aus. Und eine 41-jährige, bekannt aus Die Unsichtbare, Schauspielerin Christina Drexler, mit nur 41 Jahren gestorben. Tja, plötzlich und unerwartet hat man zurzeit auch wieder, ja,
Ein bisschen mehr? Oder es reißt eigentlich auch nicht ab. Ich nehme hier nicht jeden rein. Irgend so eine Olympiaspielerin ist auch verstorben. Na gut, die war 75 jetzt. Die habe ich jetzt hier nicht unbedingt mit reingenommen, aber da, man liest tatsächlich eine ganze Menge. Ja, und ja. Integrationsbeauftragte wollen nicht über Silvester Schande reden. Nicht. Shut the fuck up, bitch. Okay, unsere Schleswig-Holsteinerin Touré, wie sie halt auch immer, Annimatal Touré, 30 Grüne, Schleswig-Holstein, genau, ist ja bei mir sozusagen, hat im Leben auch nie irgendwas Großes geleistet, hat irgendwas mit französischer Geschichte und sowas studiert oder Philosophie oder irgend so ein Blödsinn, was kein Mensch braucht. Hat sie studiert und irgendeinen anderen Tüdelkram noch, sollte eigentlich, da sie ja hier geboren ist und ihre Eltern dann aus einem anderen Land kommen, prädestiniert sein, um so eine Migrationsdebatte mal voranzutreiben. Nee, sie schlägt sich dann tatsächlich auf die Seite von Nancy. Und sagen, nee, davon wollen wir nichts wissen und wir machen einfach ein Böllerverbot und dann ist auch alles vorbei. Wir wollen keine, wie hat sie es gesagt, gerne 18 Wochen lang dämlich Metadebatten über Integration führen. Doch wenn es sein muss, ja, dann macht das, solange jemand vernünftig auf den Punkt kommt und sich nicht einfach herausreden und nee, Böllerverbot reicht, Punkt, Ende, aus, Feierabend. Ihr habt die Sorten nicht alle. Also ganz ehrlich, Frau Annimatal Touré, ich habe von Ihnen hier noch nichts gehört. Das Einzige, was ich von Ihnen hier in Schleswig-Holstein gehört habe, ist Ihre damalige Amtseinführung und dass Sie zweimal auf Ihren 30. Geburtstag wegen Ruhebelästigung von der Polizei besucht hatten. Das ist das Einzige, was ich von Ihnen gehört habe hier. Sonst gar nichts. Null. Also sitzen den ganzen Tag faul mit ihren dicken Hintern im Bürostuhl und machen gar nichts. Das ist mal eine klare Ansage. Wie wäre es denn, wenn Sie mal Ihren Job nachgehen? Nur mal so ein Tipp. Sie werden ja von uns auch bezahlt hier. Oh, kriege ich die Hasskappe bei sowas. Also, egal, machen wir weiter. Ja, hier wollten sich auch mal wieder welche schön bereichern mit perfiden. Kriege auch schon hier, verschluck mich hier fast. Mit perfiden Masche. Betrüger ergaunern Millionen von Erfurter Unternehmen. Tja, die haben sich da als CEO-Mitarbeiter ausgegeben, also als Boss von der Firma, haben bei den richtigen Leuten angerufen und haben gesagt, überweist mal ein bisschen Knicken hier. Irgendwie ist eure Zahlung bei mir nicht eingegangen. Ein paar Mitarbeiter haben es gemacht. Tja, die haben 2 Millionen erbeutet, ungefähr 2 Millionen. Läuft auf jeden Fall die Geschichte, oder? Also nicht jeden immer blind überweisen. Tja, hatte ich gestern auch so eine Geschichte. Ich war gestern Abend noch einkaufen. Will mit Karte bezahlen? Ja, wollte mal mit Karte bezahlen. Und da stand da abgelaufen drauf. Guck ich mal eine Karte drauf. 12,22, abgelaufen. Schade. War ein Glück als guter, vernünftiger Bürger. Ich hatte genug Bargeld, um mein Essen so noch zu bezahlen. Das ging. Aber fand ich schon cool, dass meine Bank nicht mir eine Karte zugeschickt hat. Ich habe heute eine neue geordert. Alles in Ordnung. Aber war ganz amüsant gestern. Ich dachte so, uff. Habe ich so auch noch nicht erlebt. So beginnen dann ab und zu die neuen Jahre, wenn man dann so ein Blödsinn hat. Aber hier, das läuft auf jeden Fall auch. So, und zum Schluss haben wir noch, Herr Erdogan hat mit Putin gesprochen. Und Putin sagt, klar, Frieden können wir machen, aber nur, wenn ich hier Donbass und so weiter, das alles so bleibt und dass die Ukraine sozusagen auf ihre Länder verzichtet, was ja nicht Selenskys Länder sind, um Gottes Willen. Die haben ja frei entschieden, also von daher ist es ja vollkommen in Ordnung. So, Erdogan will jetzt als Vermittler spielen, will jetzt noch mit Selenskyj telefonieren. Mal gucken, was bei rumkommt. So, das andere habe ich heute nicht mit drin.
Wollte ich eigentlich noch machen, habe ich jetzt vergessen. Egal. Franzosen und Amerikaner schicken ja jetzt auch schwere Waffen darunter in die Ukraine. Herr Habeck hat halt gesagt, okay, wir setzen uns alle zusammen, dass ihr von uns auch noch mal was kriegt. Tja, haben sie gesagt, haben sie gesagt. Wie auch immer. Ich wusste gar nicht, dass Habeck dafür zuständig ist. Egal. Alles egal. So, ja, das haben wir für heute. Kurz und bündig mal ein bisschen zusammengepackt. Und ja, ne, folgt mir gerne. Facebook, Telegram. Ne, hier unter dem Video. Selbstverständlich alle Links wieder, wie sie es gehört. Und wenn ihr Bock habt, macht noch mal ein Abo. Dann haben wir jedenfalls auf YouTube 100 voll. Und liebe Grüße auch an Odyssey. Definitiv. Da gucken sie mehr, oder wird gerade mehr geguckt, als auf Facebook und Rumble, oder YouTube und Rumble. Finde ich gut. Könnt auch gerne ein Abo dalassen. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei 30 oder irgendwie sowas. Könnte auch noch ein bisschen mehr werden. Aber kein Muss. Wisst ihr ja, wie immer, alles freiwillig. Und von daher, habt euch wohl, macht Schmucke. Und ja, wenn alles gut läuft, sehen wir uns morgen, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Einmal klar sein, wir sagen zwar immer Klimaschutz, aber wir schützen nicht das Klima. Das Klima braucht auch gar keinen Schutz. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt? Die Impfung schützt nicht mehr vor der Ansteckung, und wenn sie nicht mehr vor der Ansteckung schützt, dann gibt es auch keinen Grund mehr in diesen Einrichtungen. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, die Impfung schützt sehr gut. Soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe.